Schalömchen, Freunde! Schalömchen, Freunde! Wir haben gerade den VZ 11 ausgepackt, jetzt packen wir noch den VZ 10 aus. Das ist kein normaler VZ 10. Freunde, das Ding kriegt einfach mal die doppelte Ampere-Leistung in den Akku gedrückt, beziehungsweise in den Controller geballert. Ist natürlich einfach rein so als Experiment gedacht, aber das Ding ist komplett krank, damit machst du alles nass. Ich kann mal einmal ganz kurz Gas geben. Das war jetzt nicht übertrieben. Ja, du kannst damit gar nicht mehr vernünftig fahren. Es ist einfach nur krank, Freunde. Wir haben da vorne schon einen Elektro-Mustang vom René. Und ihr wisst selber, wie ein Elektroauto abgeht. Ihr wisst, wie ein Mustang abgeht. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ein Elektro-Mustang abgeht. Da gibt es gleich ein kleines Drag Race zwischen den beiden. Und als allererstes, Freunde, benutzen wir mal hier das GPS Performance Analyzer Tool. Und würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Geschwindigkeitstest von 0 auf 50 einfach auf 50 km/h. Ich werde damit jetzt nicht übertreiben, weil das Ding ist schon nicht mehr ganz so sicher wie der VZ 11. Ja. Und wir wollen uns jetzt hier nicht wehtun. Na, deswegen gib mal einmal kurz ein bisschen Stoff, aber nur ein bisschen. Ja, müssen wir nochmal neu machen. Das ist absolut. Man kann damit fast kein Vollgas geben. Ich muss mich maximal nach vorne lehnen. Okay, versuch nochmal. Hat gefunzt? Ja, wir haben bis 50 km/h gemacht. Ach so, ich dachte, du wolltest nur eben kurz einmal testen. Ja, ich habe bis 50 gemacht. Egal. Das ist nicht schlimm. Du kannst ruhig versuchen, Gas zu geben. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, Alter! Junge, das Ding ist nicht mehr sicher! Alter Schwede! Hast du Vollgas gegeben gerade? Okay. 3, 2, 1. Alter, what the fuck? Boah, Junge, der war direkt auf 60, Alter. Das ist einfach nur. Der war direkt auf 60. Der GPS-Ding sagt 4 Sekunden bis auf 100. Bis auf 100, Entschuldigung. Bis auf 50. Also, das Ding, ich glaube, das schon war so noch schneller. Also gefühlt. Ja, das Problem war einfach, guck mal, wie der Reifen schon aussieht. Der ist komplett zerfleddert, Alter. Du musst wirklich aufpassen. Durch die Gehkräfte ist der ganze Lenker schon ein bisschen ausgenudelt. Also Freunde, das Ding ist wirklich nur so ein Fun-Ding. Da kannst du auch jetzt einmal mitfahren und nach kannst du halt einschmelzen. Das hat nichts. Das war aber lustig. Wie schnell war es im Vergleich zum Mustang? Ich weiß es nicht. Ich müsste René sagen. Aber ich musste mich richtig reindrücken und dann konnte ich einmal kurz einen Blick erhaschen und war schon auf 60. Also da musst du wirklich mit aufpassen. Mach das nicht nach. Ja, wir haben gerade den VZ 11, den VZ 10 und jetzt kommt der Nami Bernie vs. Mustang GT. Ja, Freunde, Ford Mustang Mach-E. Ihr habt uns immer gefragt, yo, meint ihr, es gibt einen E-Scooter, der ein Auto an der Ampel platt macht? Also das muss ja was Brutales sein. Was Brutales haben wir hier. Wir sind hier noch auf dem Flugplatz, Freunde, in Hohenems. Richtig geil, wir können hier ein bisschen viel Bullshit anstellen. Deswegen werde ich jetzt den Mustang mit einem Beschleunigungsrennen gegen den Nami Bernie fahren. Der gute Veli von Mikrofahrzeugen in Hohenems, ihr kennt ihn schon, wird sich auf den Nami begeben, denn er hat ja lange Zeit selber eingefahren. Mir ist das ein bisschen zu heikel, ich bediene lieber den Mustang. Ich war gerade auch schon zweimal, deswegen gesagt, komm, jetzt lassen wir mal den Veli einmal dran. Jetzt lassen wir den Veli dran. Der hat Bock, Freunde, und viel Spaß dabei. Okay. So, einer muss sagen, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Er fährt nicht. Der fährt nicht! Ja, warte! Jo! Ja! Ja! Bei 90 km/h. Ey, ist das krank, Mann. Krank. Ist das krank, Alter. Wir haben ihn erst bei 80 km/h überholt. Krass. Das musst du dir mal reintun. Das ist richtig krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, Alter. Also ich hätte gedacht, wir ziehen ihn mehr ab. Ich habe richtig reingetreten. Ich auch gedacht, ja, du hast gut gedappt. Krank, Alter. Wir sind 50, guck mal, wir haben uns vorbeigeflogen. Er zieht an uns vorbei wie nix. Das ist krank, ey. Ja, Freunde, es war einfach nur krank. Also,
Veli ist eine halbe Sekunde früher losgefahren als ich, weil der hat so ein bisschen Mini-Delay gehabt. Aber ich habe bei 85 laut Tacho vom Mustang, habe ich ihn erst überholt. Das müsst ihr euch mal reintun. Ich habe danach keinen Vollgas mehr gegeben, weil ich auch nicht abschätzen konnte, wie lange die Landebahn noch ist, ehrlich gesagt. War auch nicht mein Auto. Ich wollte jetzt hier keinen Überschlag mitmachen. Aber ihr müsst euch mal reintun. Am Start ist er einfach komplett weggezogen. Ich meine, wer von euch schon mal mit einem Elektroauto gefahren ist, der weiß, wie der abgeht. Wer von euch schon mal mit einem Mustang gefahren ist, der weiß, wie der abgeht. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Elektromustang abgeht, Freunde. Geisteskrank. Macht so einen Scheiß echt nicht nach, wenn er nur hier auf dem Flug fällt, ja. Da, wo es halt dürft. Wir haben auf jeden Fall richtig Spaß. Wir machen noch ein paar geile Videos für euch, Freunde. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Schaut auch ruhig mal bei Mikrofahrzeuge vorbei. Denn die haben uns den ganzen Scheiß hier mit erst ermöglicht, Freunde. Ich würde sagen, und das wird richtig geil. Ich würde sagen, der nächste, wir haben noch den Wolfking GT. Wir haben hier den Wolfking GT von dem guten Jure. Jure. Grüezi, wollen. Grüezi. Von Live Racer. Aus der Schweiz, extra hier hingekommen, Freunde. Hat gehört, was wir vorhaben, hat gedacht, das lässt er sich nicht entgehen und hat was ganz Besonderes mitgebracht. Ihr habt es letztes Jahr schon mal kurz gesehen, da haben wir es nur im Laden einmal in die Luft halten können. Den Wolfking GT von Caboo, 72 Volt, 2x2000 Watt, in der Luft wurde er 137 oder so, glaube ich. Hammer, das Ding, ohne Scheiß. Und wir haben damals gesagt, ja, wer traut sich den auszufahren, und wir haben jemanden gefunden. Der Juri hat gesagt, er möchte ihn gerne ausfahren, das machen wir am Flugplatz. Kriegt gleich natürlich noch Schutzkleidung, Kamera, alles. Das wird auf jeden Fall eine geile Sache. Freunde, wichtig, wenn ihr sowas nachmachen wollt, macht's bitte nach. Nur vernünftig Schutzkleidung auf einer abgesperrten Strecke, ja. Und dann am besten lässt das trotzdem noch sein. Das ist echt saugefährlich. Naja. Wir müssen heute auch ein bisschen aufpassen. Wir haben noch sehr wenig gutes Wetter trotzdem erwischt. Ja. Aber ja, wir werden ist aufpassen. Auf jeden Fall trockener, der gute Jure wird aufpassen. Wir schaffen das, genau. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Freunde, schaut bei Live Racer vorbei. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Bock habt auf auch solchen kranken Scheiß, schaut bei Live Racer vorbei in der Schweiz. Da werden wir vermutlich auch nochmal vorbeischauen, vielleicht noch dieses Jahr. Die haben nämlich auch ziemlich lustigen Scheiß. Und den wollen wir uns mal angucken. Aber jetzt quatschen wir gar nicht lange, sondern jetzt geht's los. Ab geht's. Ohne riskieren, kein Spaß, weißt du. Ich kein einziger Topspeed gefahren. Das Ding hat jetzt GPS gemessen 94 geschafft. Wir haben auch sehr windig und trotzdem sehr krasse Leistung. Das Ding ist einfach wirklich ein Monster. Ja, Freunde, 94 km/h GPS gemessen auf dem Flugplatz. Ich sag mal, damit sind 100 km/h auf jeden Fall möglich, wenn wir andere Reifen draufziehen. Ihr müsst euch geben, das Ding hat einfach Offroad-Geländereifen. Ja. Die nehmen auf jeden Fall einiges an Leistung weg. Das ist krank. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen testen. Wir müssen nämlich gleich auch schon wieder runter. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen schnell Durchlauf. Genau. Wir müssen den Legacy noch testen und wir wollten vielleicht noch einen Top-Speed-Test zwischen dem und dem Nami machen. Deswegen, gucken, wenn er schneller ist. Let's go. Dann auf go. 3, 2, 1. Boah! Alter Schwede, 80, 60, 65.
70, was ist das für eine Turbine hier? Alter, 80. Boah. Der bleibt bei 77 stehen. Das kann nicht. Der ist doch schneller. Boah. Alter Schwede. Was hat er bei dir angezeigt? Wie schnell? Nicht geschafft. Bei mir war er nur bei 77 und dann war Ende. Ja, warte kurz, lass mal die Drohne eben ausrichten. Guck mal eben, ob das Mikrofon noch an ist. Wir bräuchten 72 Volt, der hat keine Chance gegen euch. Ja, das ist schon krass. Natürlich, müssen wir auch Handschuhe nochmal anziehen und dann. Und wer hat jetzt bei euch gewonnen? Der Nami. Echt Nami? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Okay, auf drei. Auf Go. 3, 2, 1, go! Boah! Heftig das Ding, ey. 60. Alter! 77, 80, boah, ich heb gleich ab, boah, der gleich fliegen, ey. Boah. Alter Schwede. Er geht ab. Der ist ein Ticken schneller gewesen, der Nami. Nee, gar nichts. Der hat keine Chance. Ja, da geht nichts. Mal nicht Elektro, aber trotzdem sehr heftig. Und was haben wir denn hier? Vom Veli die Cover Z1000, SE original schon ein Höllengerät. Das Ding hat noch einen Power Commander drin und ist so circa bei so 160, 165 Pferdchen. Hammer. VMAX haben wir noch nie komplett getestet. 250 läuft sie aber auf jeden Fall und das ist echt ein krankes Teil. Und jetzt kommt der Gegner für heute. Der ist und wieder elektrisch. der ist wieder elektrisch. Ja. Und? Ist schon leicht unfair, weil das ist der kleine Mustang, der ist bei 300 PS. Es gibt natürlich noch den GT, der hätte dann 600, da wäre das Ganze spannender. Aber es wird trotzdem Spaß machen, aber ich weiß, dass die Kawa den richtig stehen lassen wird. Trotzdem interessant auf jeden Fall, deswegen kommt auf jeden Fall die Drohne jetzt in die Luft. Wir machen unterschiedliche Kamerapositionen, damit das richtig geil aussieht für euch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Rennen. Let's go! Du bist weg wie eine Rakete. Fahr mal so 30, 40 neben mir und dann machen wir Gas. Ihr habt es gesehen, der Mustang hat kein Land gesehen. War natürlich klar, wir wollten euch einfach mal zeigen, wie krank dieses Ding abgeht. Was sagst du, 0 auf 100, 2,9 Sekunden oder so?
In die Richtung, ja. Ja, also knapp unter 3 Sekunden, Freunde. Man muss dazu sagen, der Willi, der hat schon alles gegeben, der ist nicht komplett voll aufgedreht. Einfach zu gefährlich. Was hat der Mustang 0 auf 100? Boah, gute Frage. Ich glaube, der ist bei 4,7 oder sowas, 4,8. Ja, aber ich habe es auch nicht mega richtig im Kopf. Ja, 4,7, 4,8, selbst wenn es 5 sind, auch schon extrem schnell, Freunde. Aber ihr habt es gesehen, dieses Teil schlägt so schnell keiner. Nicht mal die Talaria Sting. Flying Xiaomi 1S mit Dual-Motor. Das könnten wir ausprobieren, Freunde. Naja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben noch ein bisschen mehr Action hier am Flugplatz. Schaut mal bei Mikrofahrzeuge vorbei, die mit ihrem kranken Scheiß hier angekommen sind, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ciao.